Ja, ich selber habe für mir einen Adler gebastelt. Das heißt, der Adler ist Anstand in Wort und Schrift. Disziplin, nicht nur von den Gegenüber verlangt, sondern auch gegenüber sich selber. Dann L wie Loyalität, das ist nicht nur nach oben, sondern auch nach unten und auch seitlich. Ich kann wieder die Schweizer Kreuz nehmen. Und dann E wie Ehrlichkeit. Das stimmt, was du sagst. Also nicht, es wird nicht gelogen. Und dann noch Respekt. Also im Umgang mit den Personen respektvoll. Es muss überhaupt niemand erniedrigt werden. Das gibt es eigentlich nicht bei mir. Eine der grossen Aufgaben eines militärischen Chefs, überhaupt bei Führungspersönlichkeiten, ist das Entscheiden. Wie siehst du das mit künstlicher Intelligenz? Also kann künstliche Intelligenz uns ersetzen bei der Entscheidfindung oder unterstützen? Oder wie weit soll man diesen Einfluss gewähren lassen? Herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der Schweizer Armee. Ich bin Oberst im Generalstab Matthias Müller und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Heute habe ich eine Person bei mir, die hat eine einzigartige Funktion. Er ist der Kommandant der Militärakademie der Schweizer Armee. Herzlich willkommen, Brigadier Hugo Roux. Guten Tag. Danke sehr. Ein Traumberuf, Hugo, nicht? Der Traum kann man schon sagen, aber man musste sich zuerst finden. Mein Traumberuf war ursprünglich Berufsoffizier und nicht Kommandant einer Militärakademie. Eigentlich früher hat man gesagt Direktor der Militärakademie. Ja, aber es gefällt dir? Natürlich. Ja. Ich sage immer, ein Kommandant der Militärakademie, der nicht glücklich ist, ist selber schuld. Ja. Du hast es gesagt, dein Traumberuf war Berufsoffizier. Beschreibe uns vielleicht gerade mal deinen Karriereweg. Wie bist du zum Berufsoffizier gekommen und jetzt zum Kommandanten der Militärakademie? Ein Weg, der ein bisschen außergewöhnlich ist. Ich bin ein Bauernsohn, würde man sagen. Mein Vater hat zwar noch außerhalb gearbeitet, aber zu Hause haben wir einen Bauernhof gehabt. Und dort bin ich aufgewachsen, auf dem Lande, militärischer Kontakt. Ja, mein Vater hat bis 49 Dienst geleistet, war Gefreiter und that's it. Mein Weg hat dann nach Freiburg geführt, das Gymnasium dort gemacht. Und dort habe ich Kontakt gehabt mit einer Studentenverbindung und wurde da ein bisschen auch politisiert. Und so hat der Weg auch mit dem Militär angefangen. Parallel hatte ich in dieser Zeit einen Jugendfreund. Sein Vater war Major. Und dort habe ich das Militär ein bisschen näher kennengelernt. Und schlussendlich bin ich dann nach der Matura ins Militär, habe danach Jus studiert, habe das abgeschlossen, parallel jeden Sommer Militär gemacht, habe da beim späteren Chef der Armee Blattmann, würde man heute sagen, Zeitmilitär gemacht. Ja, und da hat es mich reingezogen und ich hatte die Wahl am Schluss und Blattmann hat mich zum richtigen Zeitpunkt angerufen. Hugo, der Platz an der militärischen Führungsschule ist reserviert, musst du unterschreiben. Und dann hatte ich die Wahl, was will ich? Will ich JUS weitermachen oder will ich ins Militär? Und ich habe mich entschieden, das war, ich sehe mich noch heute, vor diesem Blatt und ich habe mich für den Menschen entschieden und nicht für das Papier. Und so bin ich dann klassische Laufbahn, in Rekrutenschule, Einheitsinstruktor, dann Klassenlehrer, Offiziersschule, irgendwann Kommandant, Stellvertreter, Kommandant einer Kleinschule und dann irgendwann Bern. Projektportfolio Management, etwas anderes, wieder Papier. Und schlussendlich Kommandant einer Fliegerabwehrbrigade der Schweiz oder? Und in Emmen. Und danach, nach 4 Jahren, Kommandant der Militärakademie. So ist der Weg gelaufen. Ein Traumberuf, mit den Menschen zu arbeiten. Viele, viele schöne Begegnungen. Manchmal auch 10 Jahre danach. Und immer noch eine gute, gute Erinnerung an Ausbildung von Jungen, die man geprägt hat. Und das hat mir Spass gemacht. Ja. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Gib uns doch vielleicht einen Einblick in deinen Alltag. Ja, heute ist als Kommandant Militärakademie ist viel lesen.
Es ist unterschiedlich, alle denken, ich sei da in den Schulen tätig, in den Lehrgängen. Dem ist nicht so. Ich habe eine Organisation übernommen, die stark von Forschung und Lehre geprägt ist. Also Forschende, 6 Dozenturen, die sind mir direkt unterstellt. Die Lehrgänge sind meinem Stellvertreter unterstellt, Oberstem Generalstab Raymond Penziger. Und daneben habe ich noch 2 Spezialangelegenheiten. Das ist Stratos, die militärische Zeitschrift, der Herausgeber der CDA. Und daneben noch AC, die Assessment Center, die wir neu mir unterstellt haben. Und so ist viel Lesen, viel Verwalten, viel Personelles und zwischendurch mal in die Ausbildung reinschauen. Aber direkt als Kommandant eine Schule prägen, das ist die Angelegenheit der unterstellten Kommandanten, nicht von mir. Also du selber bildest nicht mehr aus? Zwischendurch, aber nicht mehr in dem Maße wie früher. Kannst du dir auswählen, was du gerne ausbildest? Ja, das kann ich natürlich schon. Aber derzeit bin ich vor allem mit der Weiterentwicklung der Lehrgänge beschäftigt, zusammen mit der ETH Zürich. Ja. Und wenn du ausbildest, was sind deine Lieblingsgebiete? Ich habe gerne Führungsthemen. Ich habe gerne Ethik. Deine Dilemmas, die du da gemacht hast, die habe ich mit Interesse verfolgt. Aber es ist vor allem Führungsangelegenheiten und wie gewinne ich Menschen. Und wir sprechen gerade von Führung. Wie viele Leute führst du an der Militärakademie? Das ist sehr unterschiedlich. Also die Organisation selber hat so volatil einen Stamm von ca. 40 direkt unterstellten Fulltime-Äquivalenten. Aber daneben haben wir noch eine gewisse Anzahl Forschungsprojekte. Ausbilden tun wir so im Schnitt je nach Größe eines Lehrganges. In der höchsten Phase sind wir 7, dann wachsen wir über 100 Leute, die wir ausbilden an. Aber in der Regel sind wir so um die 70. Okay. Und was für Ausbildungslehrgänge bietet ihr an? Wir haben als Ausbildungslehrgänge den sogenannten Bachelor-Studiengang. Das ist der ETH-Lehrgang, 3-jährig, der zum Bachelor in Staatswissenschaften führt. Dieser Lehrgang hat einen Rahmen darum. Das ist der Bachelor-Lehrgang, der führt dann zum Berufsoffiziersdiplom, welches die Frau Bundesrätin unterschreibt. Parallel haben wir noch den sogenannten Diplom-Lehrgang. Das ist an der ETH ein sogenannter Diplom of Advanced Studies, also ein Weiterbildungsmaster-Diplom. Und dieses ebenfalls mit einem Bachelor, einem Berufsoffizierslehrgang umrandet. Das ist der Diplomlehrgang, führt ebenfalls zum Berufsoffiziersdiplom. Daneben machen wir Weiterausbildungen, Weiterausbildungslehrgang 1 für die zukünftigen E3er, 2 für die zukünftigen E4er, Einsatzgruppe 4 und dann noch Wahl 3. Das ist dann in der Mitarbeit, also die Hauptverantwortung ist in der HK. Ja, vielleicht erklär mal das E3, E4 und... Ja, die E1 und E2, Einsatzgruppe 1 und 2 sind in der Grundausbildung tätig. Das ist so typischerweise in den Rekrutenschulen bis und mit Stufe Major. Danach für die nächste Verwendung E3, das ist dann typischerweise Oberstleutnant, das heißt so als Kommandant Stellvertreter einer Schule oder Gruppenchef in der höheren Kaderausbildung macht man die Weiterausbildung und E4 ist dann Schulkommandant als Referenz und E5 ist dann höhere Kader, das heißt so Kommandant eines großen Verbandes beziehungsweise sein Stellvertreter oder Stabschef. Also sämtliche Berufsoffiziere gehen in die Militärakademie. Ja, das ist mit Ausnahme der Quereinsteiger ist das eigentlich das Ziel. Ja. Es gibt einige Quereinsteiger, aber ansonsten kommen die alle von unten her. Ja. Ja. Und man hört immer wieder, es gibt zu wenig Nachwuchs. Die Armee hat ein Nachwuchsproblem, auch bei den Berufsoffizieren. Ist dem so? Stimmt dieses Gerücht? Oder habt ihr genug Studentenzahlen? Die Prognosen für nächstes Jahr sehen gut aus. Sehr gut sogar. Da sind die Lehrgänge eigentlich schon gut gefüllt. Dieses Jahr hatten wir einen sehr guten Jahrgang Diplomlehrgang mit 20. Das ist ein sehr guter Jahrgang. Wo wir Mühe hatten in der Vergangenheit, ist im Bachelorlehrgang. Da hatten wir noch so ca. 15er Grössen. Da hatten wir auch schon mal 30. Dieses Gefäß ist durchaus noch füllbar. Wir sollten im Schnitt 33 Berufsoffiziere pro Jahr herausbringen. Wir bringen etwa 27 heraus.
Okay. Und hast du, an was liegt es, dass man momentan mehr Leute vielleicht im Diplomlehrgang hat, also Leute, die bereits einen Masterabschluss haben, als im Bachelorlehrgang, also dort, wo die Leute direkt von der Matura kommen? Ja, ich glaube, das hat mit der Attraktivität zu tun. Attraktivität der Ausbildung, die wir anbieten. Wir haben nur eine einzige Möglichkeit, Staatswissenschaften. Jeder muss da durch, wenn er direkt mit der Matura kommen will. Und das interessiert wahrscheinlich ganz viele nicht. Und sie haben auch keine Wahlmöglichkeit, irgendein Wahlfach zu belegen, das sie interessiert. Da wollen wir nachbessern. Schlussendlich ist es aber auch, dass wir vielleicht den Faden abreißen lassen und danach die Leute schon zu alt sind, die auch geeignet wären und dann nicht kommen. Aber wir haben sicher zuerst einmal die Hausaufgaben selber zu machen. Ja, und das, wie sehen die aus? Also wir haben jetzt gehört, etwa 10% zu wenig pro Jahr. Ja. So wie es jetzt 10-15%. Ja, ja. Jetzt, du hast die Hausaufgaben angesprochen. Wo siehst du das Verbesserungspotenzial? Was könnt ihr machen, damit mehr junge Frauen und Männer den Weg zum Berufsoffizier einschlagen? Ja, also für mich selber rekrutieren wir junge Männer und junge Frauen dort, wo es passiert, nämlich in den Lehrverbänden und nicht bei mir an der Militärakademie. Ich kann keinen irgendwie anstellen, ich kann nur die Rahmenbedingungen setzen. Dort geschieht es und die Rekrutierung muss den Faden nicht abreißen lassen. Also auch bei Berufsmilitärs nicht. Ich gebe ein Beispiel. Als ich den Lehrverband 33 übernahm, das war die Fliegerabwehr, da hatten wir Jahre Mühe, Berufsunteroffiziere hinzukriegen. Wir hatten Jahre keinen mehr an der BUSA, oder fast keinen. Und dann haben wir einen Effort geleistet und haben 3 Jahrgänge à 4 hingekriegt. Das war unglaublich. Aber das macht man über Jahre. Das kriegt man nicht einfach so hin. Das ist Point to Point, Auge in Auge. Ich kenne Müller und bleibe in Kontakt mit Müller. Und das ist die Erfolgsstory gewesen, zusammen mit Chef Adi Richie Blanc, der heutige Führungsgehilfe des Chefs der Armee. Aber das beginnt ganz, ganz früh. Und jetzt in meiner Funktion muss ich die Voraussetzungen schaffen, dass das, was wir machen, attraktiv ist. Und das hat mit eigenen intrinsischen Interessenlagen zu tun. Das heißt, das will ich und da muss ich etwas auswählen können. Und da bin ich mit der ETH daran. Wenn wir mit der ETH hier eine Lösung finden, bin ich glücklich. Was motiviert die jungen Leute, die jetzt bei dir sind, in der Militärakademie, was motiviert sie, dass sie eben den Weg einschlagen? Ja. Ist es das Geld? Ist es der Idealismus? Also man hört ja viel, auch Berufsoffizier zu sein, ist eine Berufung. Ist dem so? Oder was motiviert die jungen Leute? Ich denke, die wollen in erster Linie Militär machen. Das ist das Erste. Wenn sie im Militär nicht glücklich wären, würden sie es nicht machen, diesen Weg. Aber das alleine ist es nicht. Ich glaube, für die Zukunft Berufsmilitär wird nicht eine Lebensberufung mehr sein. Es wird durchaus Leute geben, die rausgehen und wieder reinkommen oder weiterhin die Laufbahn machen. Wir müssen aber auch sehen, dass die Freude an einem Beruf doch nicht nur im Aufstieg besteht, sondern auch in der Breite, in der horizontalen Entwicklung. Und da müssen wir auch Optionen bieten können. Aber ich denke, wir haben Arbeit genug. Wenn jetzt uns jemand zuhört und sagt, ja, das könnte ich mir auch noch vorstellen, ja, Berufsoffizier oder Berufsoffizierin zu werden. Ja. Was muss diese Person tun? Was muss sie für Voraussetzungen haben? Welche Schritte muss sie einleiten, damit sie eben Berufsoffizier werden kann? Im jungen Alter, wenn sie also zum Beispiel nach der Matura oder nach der Lehre zu uns kommen will, muss er heute das Militär machen, muss die Voraussetzungen haben, für an die Militärakademie Zugführer sein, also Leutnant, Offizier der Schweizer Armee. Er muss Sprachen können, Französisch eine sogenannte B1-Qualifikation. Er muss Englisch eine sprachliche Qualifikation haben. Er muss sportlich gut sein, er muss charakterlich gut sein, er muss also ein sogenanntes Assessment bestehen. Dann entscheidet man,
Anstellung oder nicht als Berufsmilitär-Anwärter. Und diese Phase vorher, oder ein Maturant hat da vielleicht einfachere Begebenheiten. Wenn er an die ETH will, jemand mit Lehre, muss er die Berufsmatura machen und dann noch die Passerelle. Das ist schon eine rechte Hürde. Das ist für die Jungen, für diejenigen, die als dann 3 Jahre bei uns ein bezahltes Diplom erarbeiten, Bachelor an der ETH. Diejenigen, die später kommen, also bereits einen Bachelor mitbringen, minimal oder ein vergleichbares an der Fachhochschule, dann können die zu uns kommen, indem dass sie militärisch eine Laufbahn gemacht haben als Oberleutnant, Kommandantenvorschlag, und dann kommen sie zu uns. Anstellung erfolgt über den jeweiligen Lehrverband und nicht über mich. Aber die sind dann bei uns. Quereinsteiger entscheidet man von Fall zu Fall, also jemand, der militärisch die Laufbahn gemacht hat und dann noch gesagt hat, ja, mit 35 interessiert mich gleichwohl, ich komme jetzt, dann entscheidet man fallweise. Okay. Hat man Möglichkeiten. Ja. Und du hast gesagt, eben 3 Jahre, also man hat die Matura gemacht oder die Berufsmatura, dann vielleicht noch die Passerelle gemacht. Ja. Und jetzt macht man diese 3-jährige Ausbildung. Ja. Wie sieht der Inhalt dieser Ausbildung aus? Also grundsätzlich muss ich zu sagen, es ist ein ETH-Studium, also Staatswissenschaften, dementsprechend viel staatswissenschaftliche Fächer. Das beginnt bei politikwissenschaftlich, wie funktioniert ein Staat, über Geschichte, Zeitgeschichte, über Recht, über Betriebswirtschaftslehre, über Volkswirtschaftslehre, sehr divers. Aber alles ausgerichtet logischerweise auf Staatswissenschaften. Daneben gibt es militärwissenschaftliche Teile, wo man auch Taktik und Didaktik abbucht. Schlussendlich gibt es eine Bachelorarbeit auf einem der Gebiete, wo man ausgebildet wird, ob in Soziologie oder Psychologie oder Historie oder irgendwo. Also unterschiedlichste Möglichkeiten. Aber am Schluss ein knallhartes 3-jähriges Bachelorstudium an der ETH Zürich und mit Prüfungen und allem. Man kann also auch durchfallen. Ja. Aber das tönt jetzt schon eben ETH-Studium, man ist Psychologie, Geschichte und so weiter. Das tönt jetzt aber schon auch etwas nach Elfenbeinturm, etwas böse gesagt. Ja. Haben wir dann nur noch Berufsoffiziere, die einfach Akademiker sind, oder wie wirkt man da etwas entgegen? Nein, wir haben natürlich am Schluss, deswegen gibt es noch diese Klammer Berufsoffizierslehrgang darum, wir haben noch eine Phase, wo wir sie vorbereiten auf die Erstverwendung, circa ein halbes Jahr. Und das macht man natürlich Grundkurs im Bereich Kampfgrundkurs, würde man früher sagen, oder hätte man gesagt, in Wallenstadt, und dann vor allem auch Übungsleitungskurs, Sprengkurs und ganz viele einzelne Elemente, die wir aber nicht mit sogenannten ECTS-Punkten an der ETH verrechnen können, weil das sind Skills-Fächer und nicht Grundlagenfächer. Also diese kommen nicht zu kurz? Nein, also am Schluss wird man dann schon vorbereitet, und ich habe mir damals auch den feinsten, allerwertesten abgefroren. Du hast vorher gesagt, wenn du selber ausbildest, dann am liebsten Führung, Leadership, Ethik. Du führst Menschen, ja. Du hast es vorher gesagt. Wie würdest du deine Führungsphilosophie beschreiben? Ja, ich denke, als Kommandant der Militärakademie ist man geprägt von einem Mann, der war Vorgänger von mir. Das ist Professor Rudi Steiger. Sein Buch «Menschenorientierte Führung» hat in den 90er Jahren die ganze Führungskultur der Schweizer Armee in der Führung eigentlich geprägt. Menschenorientierte, aber auftragszentrierte Führung. Ohne Menschen kann man keine Aufträge erfüllen, also muss man mit ihnen arbeiten, um möglichst gut den Auftrag, den man als Zentrum seiner Tätigkeiten hat, zu erfüllen. Und jetzt, gerade dieses Jahr, haben wir mit dem Leadership-Modell, also eigentlich einem Referenzmodell, um über Führung nachzudenken, von Dr. Patrick Hofstetter, noch eine weitere Dimension. Das ist die organisationsbasierte Sichtweise. Also man macht diese Auftragserfüllung zusammen mit Menschen im Rahmen einer Organisation. Das ist bei uns die Armee, Militärverwaltung und Armee, Milizarmee.
Und in dieser ist logischerweise muss man das organisationsbasierte Wissen, also Prozesse, Strukturen einfach beachten und kennen. Man kann nicht dagegen ankämpfen. Und somit geht es eigentlich um drei Sachen, um Auftrag, um Mensch und um Organisation. Und Mensch geht es um Wertvermittlung, beim Auftrag um Sinnvermittlung und bei der Organisation um Ordnung. Und eigentlich sind es diese drei zusammengefasst, menschenorientierte, auftragszentrierte und organisationsbasierte Führung. Und da arbeiten wir jetzt dran, dass wir das auch implementieren in der Führungskultur unserer Armee. Ja. Du hast Werte angesprochen. Ja. Welche Werte vertritt die Militärakademie? Ja, also sicherlich, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe bei mir im Büro eine Schweizer Fahne. Das ist keine normale, das ist ein Kilt. Hat lauter kleine Vierecke zusammengenäht von einer amerikanischen Frau, Ehefrau eines amerikanischen Offiziers der US Air Force, mit einer Schweizer Mutter. Und ja, die hat mir das geschenkt und ist extrem stolz über die Schweiz. Und dies ist das Symbol für die Wertestruktur. Und das ist auch das Motto der höheren Kaderausbildung der Armee: Vielfalt in der Einheit. Also Diversität ist bei uns in der Schweiz logischerweise hochgesagt. Das beginnt, jeder ist gleich, jeder ist frei, jeder hat Rechte, jeder ist zu einem aktiven und passiven Wahlrecht verknurrt, bitte wahrnehmen. Und das sind alles Errungenschaften, die unsere Werte auf der staatlichen Ebene sind. Und logischerweise abgeleitet davon auf den Menschen. Ja, ich selber habe für mir einen Adler gebastelt. Das ist, der Adler ist Anstand in Wort und Schrift. Disziplin, nicht nur von dem Gegenüber verlangt, sondern auch gegenüber sich selber. Dann L wie Loyalität, das ist nicht nur nach oben, sondern auch nach unten und auch seitlich. Ich kann wieder die Schweizer Kreuz nehmen. Und dann E wie Ehrlichkeit. Das stimmt, was du sagst. Also nicht, es wird nicht gelogen. Und dann noch Respekt. Also im Umgang mit den Personen respektvoll. Es muss überhaupt niemand erniedrigt werden. Das gibt es eigentlich nicht bei mir. Ja. Ja, niemand ist perfekt, auch ich nicht. Genau, also wir versuchen, jeden Tag besser zu werden. Ja. Im Wissen darum, dass wir nie perfekt sind. Nie. Genau. Du hast dieses Adler-Konzept jetzt gerade erklärt. Disziplin, ja. Der zweite Buchstabe, ja. D. Wenn dich ein junger Berufsoffizieranwärter zu dir kommt und sagt, ja, Herr Brigadier, beschreiben Sie mir mal Disziplin. Wie definieren Sie Disziplin? Ja, ich sage, Disziplin hat viel mit Ordnung zu tun. Disziplin heisst, das, was du verlangst von deinen Unterstellten, zum Beispiel, weil es in einem Reglement vorgeschrieben ist, auch vorleben und durchsetzen. Also das beginnt beim morgendlichen Rasieren, beim Mutz auf, wenn man aus dem Auto steigt, weil wir sagen, wir haben einen Mutz auf. Das verlangen wir von den Leuten draußen. Das sind kleine Details. Dort beginnt die Disziplin, hört aber dann auch in der Pendenzenerfüllung und termingerechten Auftragserfüllung eben auf, weil sonst funktioniert der ganze Laden nicht. Und ja, es ist niemand perfekt, auch ich nicht. Ja, aber dieser Disziplingedanke, so unschön dieses Wort tönen mag, hat viel mit Erziehung zu tun, mit Wertevermittlung. Ja. Du hast der L, ja. Nach die Loyalität. Auch hier die Frage, wie definierst du Loyalität? Also vielfach hört man auch die Kritik, ja, in der Armee wird Loyalität als blinder Gehorsam gesehen. Ja. Was sagst du darauf? Völlig falsch. logisch, unsere Führungs- und Stabsorganisation gibt im Prozess eigentlich schon vor Einbezug der Unterstellten. Und damit ist eigentlich in der Führungskultur unseres Unternehmens schon viel gesagt. Ja, logisch weiß jeder, dass ein Chef einmal entscheiden muss. Aber ich erwarte vom Chef, dass er die Unterstellten einbezieht in der Entscheidungsfindung. Ich habe ein wunderbares Element gesehen, einmal als Kommandant einer Fliegerabwehrbatterie, ein Milizabteilungskommandant, also Bataillonskommandant, würde man an anderen Ort sagen. Bei der Fliegerabwehr heisst es Abteilung.
Und ein Milizler, Banker. Und dann hat er den Stab einbezogen in der Entschlussfassung. Dann hat er alle Kriterien abgehört. Dann hat er gesagt, Stab, habt ihr noch was? Stab raus. Und ich so, meine Güte, was habe ich falsch gemacht? Und dann hat er gesagt, Kommandanten an die Karte. Und wie machen wir es jetzt? Und dann wollte er von uns hören und dann hat er gesagt, so machen wir es. Genau so. Und ich war mega stolz. Da. Das erste Mal in meiner habe ich begriffen, was Einbezug der Unterstellten heißt. Ich habe mich committed für diesen Entscheid. Wunderbar. Ich habe so den Schuder gerade. Klein Hugo. Loyalität und dann Ehrlichkeit. Ja. Und jetzt, wie da kann ja auch manchmal ein Dilemma entstehen. Ehrlichkeit und Loyalität. Also, wenn jetzt zum Beispiel, du gibst einen Unterricht und jetzt kommt ein Student zu dir und sagt, ganz ehrlich, Herr Brigadier, diese Lektion war nicht gut. Mhm. Ist er jetzt zwar ehrlich, aber nicht mehr loyal? Oder, verstehst du dieses Dilemma? Also ich hoffe sehr, dass meine Studenten das den Mut haben. Sie machen es auch. Und haben wirklich auch dieses Feedback geben begriffen. Also Ehrlichkeit, wenn etwas nicht gut ist, muss man es sagen. Sonst kann man nicht besser werden. Und, aber c'est le temps qui fait la musique. Und da kann man natürlich auch kommen und die Leute kaputt machen, die eigentlich das Beste geben wollen und dann vielleicht das Zielpublikum verfehlt haben oder gleichwohl keine Ahnung haben. Aber das sollte ja nicht geschehen. Und trotzdem gibt es dann auch Wahrnehmungsverzerrungen, wo man dann sagt, da habe ich dann einen Klugscheißer auf der anderen Seite. Das muss man ein bisschen einordnen können. Aber ich bin schon der Meinung, das sind nicht Begriffspaare, die sich wehtun. Also Ehrlichkeit ist gefordert, weil das Bestandteil ist der Loyalität. Was aber nicht geht, ist, wenn die Entscheidung getroffen ist, in dieser Phase, wo dann ein militärischer Chef diese Entscheidung umsetzt, zu sagen, selige Hure, ich drehe das sofort. Nach dem Motto, kaum ist er weg aus dem Raum, wird gedreht. Das geht nicht. Also echte Loyalität, so wie ich dich jetzt verstanden habe, bedingt eigentlich Ehrlichkeit, ja. dass man eben auch mal sagt, wenn etwas nicht gut ist. Ja. Du hast aber auch gesagt, c'est le temps qui fait la musique. Ja. Jetzt, wie machst du das? Weil mir fällt es doch manchmal schwer, Leute zu kritisieren. Also, ich mache es nicht gerne. Ich sage den Leuten lieber, wenn sie etwas gut machen, als wenn es nicht so gut ist. Welchen Tipp kannst du hier geben, wie man Leute eben richtig kritisiert, ohne sie zu verletzen und so, dass sie etwas auch davon profitieren können? «C'est le temps qui fait la musique» heisst auch den Rahmen haben. Also ich mache das, ich höre, dass ich geworden bin, nicht vor den Leuten, sondern in einem Vier-Augen-Gespräch. Und dann hat es einen konstruktiven Ansatz dahinter, indem dass ich sage, das ist einfach nicht gut, Punkt. Und dann kommen, wie wäre es mit dem oder dem? Also Variantendenken, auch das kennen wir von der FSO her. Aber am Schluss muss ich auch sagen, ich bin auch in einer Hierarchie, ich habe zu gehorchen. Und sobald der Chef dann entschieden hat, das ist gleichwohl so, dann heisst es auch für mich, verstanden, es wird umgesetzt und zwar loyal. Und ich vertrete das, auch wenn es mir nicht passt. Es ist schwierig manchmal. Ist manchmal schwierig, genau. Ja, aber ich kann hier auch ein Beispiel geben. Oder? Also, das ist auch für Leute, die in Berufen arbeiten, wie zum Beispiel, sorry für das Beispiel, vielleicht hast du es mitgekriegt, der ukrainische Priester, der von seinem Amt enthoben wurde, nur weil er eigentlich nicht das gemacht hat, was der Papst von ihm wollte. Das ist mutig und er hat die Konsequenzen getragen. Eben, also manchmal muss man dann halt auch die Konsequenzen tragen. Das ist dann eben die Konsequenz. Und ich kenne Nassar persönlich, oder? Also das ist ein mutiger Mann. Ja. Du hast selber sicher auch Ziele. Ja. Für dich, aber auch für die Militärakademie. Ja. Welche sind deine Ziele?
ich muss hier ein bisschen ausholen. Ich habe zu Beginn meiner Kommandantenlaufbahn, ich wurde sehr kurzfristig auf diese Funktion getätigt, war vorher extrem stark involviert noch mit der Fliegerabwehr, die wir zur bodengestützten Luftverteidigung umtransformiert haben. Und dann schwupp, Milak, und dann musst du zuerst einmal finden, was macht man da überhaupt. Und ich hatte zu Beginn ein bisschen Mühe. Und es hat ein Gespräch mit einem guten Freund von mir gegeben in Sensegraben. Und danach wusste ich habe eine strategische Aufgabe. Und das ging mir wieder wunderbar. Und die strategische Aufgabe ist eigentlich die Berufsoffiziersausbildung für die nächsten 20, 30 Jahre zu organisieren, dass sie dort steht, wo wir sie dann eben brauchen, nämlich als Berufsoffizier bestehen können. Aber mit einem breiten Rucksack. Oder? Der Berufsoffizier bei uns in der Schweiz ist nicht der Berufsoffizier draußen in einer anderen Armee. Es ist eben ein Spezialfall. Er ist bei uns der Multiplikator und befähigt die Milizarmee. Er ist also derjenige, der auf Augenhöhe mit der Miliz, die abverdient, eben sprechen kann. Ob das jetzt der Zugführer ist, der Maturant ist oder Lehrabschluss und vor allem dann die Kommandantenausbildung, ein gestandener, 30-jähriger, voll im Berufsleben tätiger Ökonom oder Unternehmer. Und da braucht es dann schon etwas mehr als nur «ich kann schiessen». Und dann das über die Laufbahn entwickeln, das ist meine Aufgabe. Also ein Bachelor, ein Master, über die Formen müssen wir nicht diskutieren. Das ist einfach gegeben. Keine Armee in Westeuropa hat noch Berufsoffiziere, die nicht einen höheren Abschluss haben. Gibt es nicht mehr. Und danach gibt es irgendwo noch eine Spezialausbildung, eine Executive-Ausbildung. Und das muss man auch alles noch irgendwo erfinden. Da habe ich schon eine Aufgabe und da freue ich mich. Und für dich persönlich? Ich bin Staatsdiener. Ich habe immer die Sache in den Vordergrund und nicht mich. Ich selber habe für mich den Bauernhof, den ich angesprochen habe, gekauft. Ist jetzt mir. Und dort habe ich eigentlich meine Ablenkung. Und nach der Pension habe ich vor, einen alten Kornspeicher zu renovieren. Persönlich. Das ist meine Zielsetzung. Bis dahin bin ich Staatsdiener. Sehr schön. Was sind so die grössten Herausforderungen, die du bis jetzt erlebt hast als Kommandant der MILAG? Ja, die Weiterentwicklung ist eine echte Herausforderung, weil du kannst es nicht selber beeinflussen. Du bist nicht Kommandant und kannst sagen, ich will. Du bist im Gespräch mit der ETH Zürich. Das ist eine echte Herausforderung. Und die zweite ist natürlich die Personalführung. Das ist ein Kommen und Gehen. Viele Forschende, die kommen, neue Forschungsprojekte beginnen, da stellst du Leute an. Zuweilen geht es, zuweilen geht es nicht. Und auch langjährige Mitarbeiter, die halt vielleicht eher Probleme machen. Und dann muss man auch schwierige Entscheidungen treffen. Und so eine muss dich treffen, sich zu trennen. Und wie gehst du damit um? Das ist in der Phase, ist ein langjähriger Prozess, ist das extrem anspruchsvoll, auch für mich persönlich. Das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Aber ich gehe davon aus, auf der anderen Seite auch. Ja. Die Gegenseite auch oder die andere Seite. Und gleichwohl gilt es als Chef auch hinzuschauen und zu sagen, stimmen die Resultate, ja oder nein? Ich kann hier... Als Staatsdiener kann ich nicht wegschauen. Ich muss meine Führungsrolle wahrnehmen und das auch zu beurteilen und zu bewerten. Aber wie gehst du jetzt noch einmal damit um, wenn du jetzt jemanden, du musst dich trennen von jemandem, ja. Das ist ja nie eine angenehme Sache. Überhaupt nicht. Und das geht ja auch menschlich, denke ich, das trifft einem. Wie gehst du damit um und wie ist der Weg bis dorthin? Also bist du relativ schnell mal und sagst, jetzt habe ich entschieden, wir trennen uns, oder versuchst du noch Lösungen zu finden? Und wie gehst du selber dann damit um? Zuerst versuchst du, den Weg zu gehen, zu korrigieren. Das ist immer so, das ist auch Verpflichtung jeden Chefs. Also einem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, sich zu verbessern.
Aber manchmal gibt es dann im Umfeld noch ganz viele andere Ereignisse, die dann gleichzeitig auf eine, darauf einprasseln, die das dann auch verunmöglichen. Und dann ist es echt anspruchsvoll. Und die Phase einer Trennung, die beschäftigt mich persönlich. Und dann muss man, das ist meine Erfahrung jetzt, auch sagen können, ich bin nicht verantwortlich für das Verhalten eines Mitarbeitenden, das ist er selber. Aber ich bin verantwortlich für, dass die Unternehmung die Resultate erhält, die zugesagt sind. Und ich habe es dann, vielleicht banal, aber mein Junior hat mit 14 Schiedsrichter gemacht und im Fußball. Und dann habe ich ihn begleitet an ein Fußballspiel und dann, wie das so ist, oder? Rudelbildung um den Schiedsrichter. Und dann habe ich ihn gefragt, du Dominik, wie hast du das jetzt erlebt? Oder? Und dann sagt er, Papa, kein Problem. Ich ziehe mir das T-Shirt an, Schiedsrichter, dann bin ich der Schiedsrichter. Und dann ziehe ich es ab und dann bin ich wieder Dominik. Ja. Und das hat mir Eindruck gemacht, ein 15-Jähriger damals. Ja, dieses Rollenverständnis, ja, dass man weiß, welche Rolle hat man, ja, zu welchem Zeitpunkt auch. Genau. Es ist eindrücklich, ein 15-Jähriger hat das schon, ja, begriffen, oder? Hat es über den Fußball eigentlich klar geregelt. Ja. Und für uns ist das gleich. Ich bin eine Privatperson, ja, aber ich bin auch ein Staatsdiener und habe eine Rolle. Ja. Und ich muss diese Rolle wahrnehmen. Wie alt sind deine Studenten in etwa? Unterschiedlich. Die Diplomlehrgänge sind um die 30 und die Bachelorstudenten ja, so zwischen 24, manchmal auch jünger. Okay. Und wie nimmst du diese jungen Leute im Vergleich zu uns jetzt jungen Leute schon wahr? Haben sie eine andere Einstellung gegenüber vielleicht der Karriere, als wir das damals noch hatten? Man hört ja viel, oder, dass die heutigen, die Jungen sind nicht mehr gleich, die haben andere Ideen. Nimmst du das so wahr? Oder ist das... Für mich hat etwas wesentlich geändert gegenüber früher. Ich glaube auch du. Es ist das Rollenmodell in der Familie. Das hat komplett geändert. Also ich habe noch ein Familienmodell klassisch gewählt, zusammen mit meiner Frau so abgesprochen, jemand ist zu Hause, ich arbeite, du bist zu Hause und schaust zu den Kindern, wenn wir die Familie gründen. Und ja, das haben wir gelebt. Oder leben es noch heute noch, logischerweise. Braucht auch viel Wertschätzung gegenüber dieser Leistung auf der anderen Seite, weil du bist permanent unterwegs. Die jungen Leute von heute haben das nicht mehr. Die Frauen sind und wollen berufstätig sein. Und sie haben klare Ansprüche auch bei einer Familiengründung. Deinen Part als Familienvater musst du liefern. Nein, du kannst nicht nur abwesend sein. Und diese Herausforderung ist da für die Jungen, das merkt man. Die so im Bachelor vielleicht noch weniger, aber dann im Diplomlehrgang auf alle Fälle. Dort ist bereits sehr stark dieses Element Familiengründung drin. Aber für die Jungen selber, was die Leistungsbereitschaft anbelangt, oder, die sind auch leistungsbereit. Sie haben einfach einen anderen Rahmen, den sie liefern können. Sie haben ein hohes Commitment und meine Wahrnehmung, sie wollen Militär machen, sonst wären sie nicht da. Die Armee ist ein extrem hierarchisches System. Ja. Also wenn man schaut, vom Rekruten bis zum Chef der Armee sind es, glaube ich, 17 oder 18 Stufen, habe ich mal ausgerechnet. Wie wichtig oder wie sehen die Jungen das, diese Hierarchie? Haben sie immer noch dieses Verständnis für diese Hierarchien oder ist das... Überspringen sie manchmal, also bei uns war noch die Kommunikation ganz klar geregelt, oder, von einer Stufe zur anderen. Und ja, nicht höher, machen das die Jungen heute noch? Akzeptieren sie das noch, diese Hierarchiestufen? Und in diesem Sinne auch, wie wichtig ist ihnen die Karriere, also das Heraufsteigen auf diesen Hierarchiestufen? Ja, das müsste man sie jetzt persönlich fragen. Aber Matthias, auch wir haben die Hierarchie zwischendurch auch schon umgangen, indem man die
die richtigen Personen kontaktiert hat und ein Telefongespräch geführt hat und dann vielleicht die Linie vielleicht nicht gerade 100% beachtet hat. Was ich als Chef dann nicht geschätzt habe, wenn ich nichts davon gewusst habe. Aber selber, es geht ja um Lösungsfindung. Und die Hierarchie macht das Unternehmen selber. Wie viele Hierarchieebenen wir haben. Und es muss doch irgendwo einen Grund geben, wieso dass man diese Hierarchieebene einführt. Und ich erinnere daran, wir haben schon die Regimentsebene aufgegeben, wir haben schon die Divisionsebene in Frage gestellt und nur noch teilweise. Also wir kommen auch vom Einsatz her und überlegen uns, was brauchen wir an Hierarchie, damit das eben möglichst effizient erfüllt wird, was wir haben wollen als Produkt. Und da sehe ich, sage immer, es braucht Hierarchien, es braucht einen Chef, der entscheidet, der die Verantwortung trägt. Aber die Herstellung, da sind wir also immer noch selber zuständig. Und die Fliegerabwehr kann hier ein Liedchen davon singen. Die Entscheidung, ob geschossen wird bei der Fliegerabwehrkanone, die geschieht im Air Operation Center bei der MFLAP und nicht beim Kommandanten, beim Stinger ist es der Schütze. Also er muss selber entscheiden. Also, da wird nicht mehr gefragt, hier in der Hierarchie. Aber das Ganze, bis man in den Einsatz kommt, braucht schon noch ein bisschen Hierarchie. Ja. Aber jede Hierarchiestufe muss wissen, was sie als Aufgabe hat. Also wieder das Rollenverständnis. Genau. Also ich kann dir, wir haben stundenlang darüber diskutiert, braucht es diese Hierarchie eben überhaupt noch? Was ist ihre Aufgabe? Ja. Und wenn man keine Aufgabe hat, dann muss man sich trennen. Ja, also auch den Mut haben, den Status quo zu hinterfragen. Ah ja, klar. Ja. Du hast gesagt am Anfang, wo du deinen Alltag beschrieben hast, dass du sehr viel lesen tust. Ja. Jetzt, du bist in der Militärakademie, du repräsentierst sozusagen die Intelligenzia der Schweizer Armee. Du liest viel. Welche Empfehlungen kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben oder auch eben jungen Militärkadern? Was sollen sie für Literatur lesen? Ich sage einmal, Literatur ist ein hohes Wort. Ich sage, informiert euch tagtäglich. Ich lese tagtäglich eine französische, eine englische und eine deutsche Zeitung neben den schweizerischen Medien. Also nicht alles logischerweise. Aber ich lese sehr stark in der Schweiz die Neue Zürcher Zeitung, da bin ich echt gut informiert. In Deutschland habe ich die Welt und den Spiegel. Also ein bisschen die beiden Seiten kennen. In Frankreich, Parisien. Und dann in England, in Washington Post ein bisschen ein Englischer in den USA, wo ich eine LAC absolviert habe. Aber das sind natürlich alles abhängig von den Zeiten, die du zur Verfügung hast. Glücklicherweise habe ich einen Medienspiegel, dann fällt dir das ein bisschen leichter. Ich selber habe derzeit ein Buch bei mir, wo ich immer wieder einen Beitrag lese, das ist über General Dufour. Wunderbar, zu 175 Jahren Sonderbundskrieg wurde das veröffentlicht. Oder Dufour ist eigentlich dermaßen wichtig für unseren Bundesstaat vor 175, jetzt 177 Jahren. Oder der war nicht nur Militär, der war auch Kartograf und vor allem auch Humanist. Ganz viele wissen nicht, dass er Mitbegründer des Roten Kreuzes war, des Internationalen, dann später mit Henri Dunant. Und das ist eine unglaubliche Verantwortung, in dieser Tradition zu sein. Dieses Buch kann ich wirklich empfehlen. Wie heißt es? General Dufour. Also. Okay. Also General Dufour ist meiner Meinung nach sowieso, der sollte nicht nur in der Schweiz, der sollte weltweit sogar mehr Bedeutung haben. Gerade auch, weil, wie du es gesagt hast, er war ein großer Humanist auch. Ja. Und kann man sagen, dass Dufour eine Art Vorbild ist für dich? Ja. Nee, das wäre auch dann noch die weitere Frage. Hast du sonst noch Vorbilder? Ja, ich muss von meinem Werdegang ein bisschen klarer sprechen. Da muss man Klartext reden. Oder? In jeder Phase hatte ich meine Vorbilder. In der Jugendphase hatte ich meinen Vater, logischerweise. Das ist ja die engste Bezugsperson als Mann, als junger, heranwachsender Knabe. Aber danach eben diese Person, Major, der Vater meines Jugendfreundes.
Der war sehr wichtig. Danach in der Phase der Studentenzeit hatte ich, so blöd, dass es tönt, in der Studentenverbindung einen. Das ist der heutige Staatssekretär Alexandre Fasel. Ein wunderbarer Vorbild. Intellektuell, aber auch Tatkraft. Und dann im Militär habe ich meine Studentenzeit abgelegt und habe dann bei Blattmann gearbeitet. Oder? Blattmann ist mein militärischer Mentor. Dort habe ich so viel gelernt. Eigentlich hat Blattmann, sage ich immer, Blattmann ist ein Menschenfischer gewesen in dieser Zeit. Der hat uns Jungen dermaßen begeistert. Wir haben unglaublich viel gearbeitet, aber unglaublich viel Wertschätzung erhalten. Und viel, viel gelernt. Und danach in der Phase des Berufslebens, dann trennen sich die Wege wieder. Und dann habe ich einen Jugendfreund, einen Freund gehabt im Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Das ist ein deutscher Kamerad, Hubert Quilge. Und ihn habe ich unglaublich geschätzt und leider verstorben. Und ich konnte mich nicht verabschieden. Das tut weh noch heute. Hm. Ja. Du hast gesagt, als du damals war es Brigadier Divisionär Blattmann gearbeitet Major im General. Major gearbeitet hast. Du hast sehr viel gearbeitet. Ich denke, du arbeitest auch jetzt in deiner Funktion sehr viel. Du hast viele Aufträge, Aufgaben zu erledigen. Wie sieht es aus? Wie findest du das Gleichgewicht? Ich mag den Begriff Work-Life-Balance eigentlich nicht, aber wie findest du einen Ausgleich auch für dich selber, psychisch, mental? Ja, eine gute Frage. Ich habe hier, das muss jede Person selber herausfinden. Für mich ist es, oder ich bin sehr stark kopflastig unterwegs heute und ich muss den Ausgleich haben mit den Händen. Also auf dem Bauernhof ist das bei mir. Ein bisschen, ich habe eine Werkstatt und dann kann ich durchaus einen Motor auseinandernehmen und vielleicht bringe ich ihn dann wieder einmal zusammen. Oder muss meine Frau, die hat Pferde zu Hause, dann bin ich halt der Stalljunge und flicke hier und flicke dort. Und das ist sicher etwas, dann helfe ich auch mit einer auf der Weide und so. Das ist das eine, aber ich habe ein grosses Hobby, das mir viel Ausgleich gibt. Das ist Klavierspielen. Ich habe autodidaktisch Klavierspielen gelernt. Völlig so 10-Minuten-Sequenzen und zu Beginn jede Note. Und heute hocke ich ans Piano und spiele was, einfach für mich. Und wie, also autodidaktisch, wie stelle ich mir das vor? Mit YouTube oder wie hast du das gemacht und seit wann machst du das? Nein, ich muss vorweg schicken, ich hatte mit 14 ein Jahr lang Unterricht und danach nie mehr bis 33. Dann wurde ich Vater und irgendwann habe ich die Gute Nachtlieder auf dem Klavier gespielt. Diese alte Orgel stand immer noch da im Raum und mittlerweile ersetzt durch ein Klavier. Und dann habe ich die Noten auf den Ständer und ich konnte noch ein bisschen Noten lesen und jede Note für Note habe ich gelernt. Dann habe ich bei einem Kameraden, aber das war nur so ein bisschen Geklimper, und dann habe ich bei einem Kameraden zu Hause seine 10-jährige Tochter spielen hören. Die hat Amélie Poulain gespielt und dann habe ich ihm gesagt, gib mir die Noten, in 3 Monaten kann ich das. Dann habe ich 3 Monate jedes Wochenende trainiert. Linke Hand, rechte Hand zusammensetzen. Und dann hat es funktioniert. Und heute bin ich in der Lage, Amélie Poulain zu spielen. Nicht schlecht. Und hast du noch weitere Herausforderungen, die du dir selber stellst? Ich weiß nicht, vielleicht mache ich es noch. Vielleicht, ich wollte einmal Pilot werden. Kam nicht mal in die Selektion, weil ich irgendeine Operation am Auge hatte, bin ich schon rausgeflogen. Dann habe ich gesagt, wenn ich sie nicht fliegen kann, dann schieße ich sie ab. Bin bei der Fliegerabwehr gelandet. Und ja, vielleicht ist das noch etwas. Der Freund meiner Tochter ist soeben daran, das Pilotenbrevet
abzuschließen. Möchte bei Swiss anfangen. Ich würde es beim Pilotenbrevet lassen. Das habe ich noch niemandem gesagt, nicht mal meiner Frau. Also sie erfährt es jetzt, dass du noch eine solche Idee hast. Du hast ganz, also am Anfang hast du auch darüber gesprochen, über die Milag, die Zukunft und so weiter. Und du hast gesagt, du planst die nächsten 20, fast die nächsten 20, 30 Jahre, oder fast dein, nicht vielleicht planen, aber es ist dein Auftrag, das sicherzustellen. Mhm. Wie wichtig ist der technologische Fortschritt? Wie wichtig, oder wie nimmst du diesen wahr? Wie integrierst du den in deine Überlegungen? Also Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter. Weil das wird ja unser Beruf auch völlig verändern. Ja, natürlich. Voll. Also muss unbedingt in die Ausbildung integriert werden. Aber das wird nicht jeden interessieren. Deswegen muss es ein Wahlfach sein. Die Grunddotation muss jeder haben. Das sind so generelle, grundsätzliche Überlegungen, oder wie Artificial Intelligence eingesetzt werden kann, muss in der Zukunft, wobei immer auch die Risiken dabei klar auch zu artikulieren sind, wie zum Beispiel, wenn Artificial Intelligence beginnt zu lügen, sich etwas zusammenreimt, und dann wird das auch interessant für auf das Gefechtsfeld. Wir wissen aber, dass heute schon künstliche Intelligenz durch die israelische Armee eingesetzt wird. Und zwar in hohem Maße, gerade Massendatenverwaltung, ohne das gar nicht umsetzbar. Und das muss einfach bei uns in der Berufsausbildung rein. Und dann muss man es mit einem Wahlfach, das ist unsere Idee, mit einem Wahlfach Militärtechnologie am Beispiel auch vertieft werden. Was dort dann alles drin ist, bitte keine Ahnung derzeit, das muss man dann herausfinden. Das ist unsere Sichtweise. Nicht nur auf der Staatsebene Technologie und Sicherheit, sondern für uns als Berufsoffizier. Was ist das? Was heißt das? Wie funktioniert das? Ein bisschen mehr als nur an der Oberfläche zu kratzen, sondern ein Verständnis davon haben, damit man es eben auch im späteren Leben dann umsetzen kann und vor allem eine Kenntnis davon hat. Für diejenigen, die es interessiert. Aber es ist dann für ein Spezialistenstudium, dann soll er 3 Jahre studieren gehen und Bachelor machen auf dieser Thematik. Da muss man andere Wege begehen. Und allenfalls, wenn man solche Leute will, ein Studium bezahlen und dann verpflichten für eine Zeit lang. Aber es ist dringend. Wir müssen am Beispiel der ETH, wie die das gemacht hat für die Arztausbildung, das habe ich nicht gewusst, bis ich dort war, Arztausbildung an der ETH, das gibt es tatsächlich. Also die MINT-Fächer machen den Transfer. Und die haben sich gesagt, was muss der Arzt in 10 Jahren können? Nicht heute. Also nicht immer das Gang wie Gang, sondern in 10 Jahren. Und dann haben sie abgeleitet. Und ich hatte das Glück am ETH-Tag mit einem Professor, der daran beteiligt war, zu diskutieren. Er war gegenüber mir am Mittagessen. Und der hat mir gesagt, das Erste, was wir abgespeckt haben, waren all die Fächer, die man nicht braucht. Also die Physik wurde reduziert, die Chemie wurde reduziert. Und dann wurden technische Fächer eingegeben. Die beginnen extrem früh mit Patienten. Und nicht erst ganz spät, wie heute, an anderen Universitäten. Also komplett ein anderer Arzt. Und die Technologiefächer werden natürlich integriert, möglichst früh. Wie siehst du den Einfluss von künstlicher Intelligenz, jetzt nehmen wir ChatGPT, eine der großen Aufgaben eines militärischen Chefs, überhaupt bei Führungspersönlichkeiten, ist das Entscheiden. Wie siehst du das mit künstlicher Intelligenz? Also kann künstliche Intelligenz uns ersetzen bei der Entscheidfindung oder unterstützen, oder wie weit soll man diesen Einfluss gewähren lassen? Eine heikle Frage, auch ethisch. Eine heikle Frage, wo ich die Antwort nicht habe. Ich selber bin Freund von Man in the Loop, aber ich bin nicht sicher, ob wir das durchstehen im Tempo der Operation. Und das wird dann die Technologie uns aufzwingen, da bin ich überzeugt. Aber möglichst lange Man in the Loop. Oder stell dir vor, wenn dann plötzlich eine Intelligenz künstlich entscheidet, ob geschossen wird oder nicht. Aber wenn die Gegenseite das so anwendet, dann wirst du wahrscheinlich gezwungen sein, auch über deinen Entscheidungsprozess zu diskutieren. Ich kann es dir nicht sagen derzeit.
aber geforscht werden muss darüber. Ja. Was ich sagen kann, ist, als Führungsperson ist eine Eigenschaft entscheidend. Das ist, was wir viel zu wenig noch auf dem Radar haben, ist kognitive Flexibilität. Also die Fähigkeit zu switchen zwischen Betreiben und Entwickeln. Also das weiß man heute, oder? Nur Exploit geht nicht, aber nur Explore geht auch nicht. Also du musst diese beiden Welten im Militär zusammenbringen. Aber das Schlimmste sind doch diejenigen, die nur sagen, es ist das Reglement hat recht, es bleibt so wie immer, es ist unveränderlich. Oder Generationen von Militärs gingen damit unter, weil sie nicht Explore machen konnten, weil sie sich nicht weiterentwickelt haben. Und hier sind wir bei Survival of the Fittest. Ja. Und das, ich selber habe immer gesucht nach Führungspersonen, die beides konnten und vor allem mit Schwergewicht entwickeln. Also ja, nicht in der Gegenwart stehen bleiben. Und meinen Führungsgehilfen habe ich immer gefragt, wenn wir von einem Arbeitsplan Platzweg liefen. Und, war es ein Betreiber oder ein Entwickler? Hat er immer Gang wie Gang gemacht? Spannend. Ja, das ist eine... Und heute ist in der Wissenschaft viel auf diesem Gebiet. Es gibt auch ein Forschungsprojekt auf diesem Gebiet, eine Doktorarbeit bezüglich kognitiver Flexibilität. Man kann das trainieren. Okay. Und man kann es auch im Forecast reinbringen, also in Assessment Center wollen wir diese Eigenschaft aufnehmen. Also die Idee, dass wir künftig vor allem auch Entwickler haben als Berufsoffiziere. Unbedingt. Ja. Unbedingt. Also er muss beides können. Ich kann ja auch nicht kommen und sagen, das Reglement bleibt 100 Jahre alt, obwohl das Waffensystem existiert gar nicht mehr, das auch nicht. Also auch hier kritisch hinterfragen, weil das ist ja manchmal auch, wir wissen zum Teil gar nicht mehr, warum wir etwas tun. Wir tun es einfach noch, obwohl es vielleicht, wenn man es überlegen würde, gar keinen Sinn mehr macht. Den Film «Im Westen nichts Neues» ist doch ein Paradebeispiel von nur Exploit. Ja. Napoleonischen Drill, obwohl auf dem Gefechtsfeld das Maschinengewehr und die Giftgase eingeführt wurden. Da braucht es andere Fähigkeiten. Und da braucht es Leute, die dann eben sagen, da muss etwas geschehen, sonst leben die nicht lange. Ja. Und der Gefreite ist dort auf dem Gefechtsfeld. Alles, was ihr gelernt habt, könnt ihr auf der Seite lassen, sonst überlebt ihr keinen Tag. Spannend, oder? Ja, ja. Zu meiner letzten Frage, die stelle ich all meinen Gästen. Das ist der Wunsch an den Chef der Armee, an Korpskommandant Thomas Süssli. Welchen Wunsch hast du als Hugo Roux, als Kommandant der Militärakademie, an unseren Chef der Armee? Dass er den Wert der Milizdienstleistenden in der Öffentlichkeit prominent vertritt. Ich bin ein überzeugter Milizbefürworter. Die Miliz ist dermaßen stark. Die bringt die Leistungen. Das ist einfach aus dem Privatleben mit. Und die können das transferieren. Und ich wünsche mir, dass wir möglichst lange eine Milizarmee hat, mit der macht man keine Dummheiten. Herzlichen Dank. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Hugo. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und auch Zufriedenheit in deiner Ausübung, bei deiner Funktion und natürlich auch als Privatmann Hugo Roux. Herzlichen Dank. Danke.